Hallo meine Lieben, heute werden wir einen leckeren Kuchen backen, der Bienenstichkuchen heißt. Zuerst fetten wir die Springform, belegen mit Backpapier und heizen den Ofen auf 180 Grad vor. Für den Biskuitteig brauchen wir Zucker, Eier, Mehl, Backpulver, Butter und Vanillinzucker. Um den Biskuitteig zu zubereiten, schlagen wir Eier ca. 1 Minute, streuen Kristallzucker und Vanillinzucker und schlagen 1 Minute mehr, geben etwa Butter hinein und schlagen weiter. Und dann sieben wir Mehl mit Backpuder hinein und mischen die Masse sehr gut. Jetzt gießen wir die Masse in die Springform und backen 20 Minuten. Für den Belag brauchen wir Honig, Butter, Zucker und Mandeln. Kochen wir Honig, Butter und Zucker in einem kleinen Topf auf und rühren die Mandeln ein. Wenn die Mandelmasse bereit ist, verteilen wir sie auf der Oberfläche des Teiges und backen wir ihn nochmals bei gleicher Temperatur 10 Minuten. Um die Creme-Füllung zu zubereiten, schlagen wir Vanille-Puddingpuder mit Sahne auf. Wenn der Kuchenboden kalt ist, schneiden wir ihn waagerecht durch und schneiden auch den oberen Mandelboden senkrecht. Dann streichen wir die Creme auf dem unteren Boden, legen den oberen Mandelboden auf und drücken ihn leicht an. Unser Kuchen ist bereit. Ich hoffe, der Bienenstichkuchen gefällt Ihnen. Viel Glück! Adios!